schließe mich durchaus der Meinung meines Vorredners nach, dass wir noch sehr, sehr lange brauchen werden, bevor wir tatsächlich von einem europäischen Geschichtsgedächtnis sprechen können. Wir haben ein Puzzle von verschiedenen Gedächtnissen und auch da wir in sehr vielen Nationen sehr stark geprägt sind, wo man in den entscheidenden Kapiteln dieses europäischen Bürgerkriegs, an welcher Seite man gestanden ist, auch innerhalb Nationen ist dann die Betrachtung, weiß Gott, äußerst verschieden. Und das alles wird sehr lange brauchen, bevor wir uns damit fähig sind, ehrlich mit wenigen Ausnahmen auseinanderzusetzen. Denn bedauerlicherweise für das Gedächtnis einer Nation ist ja weniger wichtig, es sei mir gestattet zu sagen, in Gegenwart eines so guten Historikers wie des Professors Schögel, ist ja nicht so wichtig, was in den Geschichtswerken geschrieben ist. Das hat eine Langzeitwirkung, manchmal nach ein, zwei Generationen. Was wichtig ist, sind die Stereotypen und die Mythen, die sich festsetzen und die manchmal ein erstaunlich langes Leben haben und prägend sind. Es ist nicht das historische Ereignis, das uns wirklich beeinflusst. Beeinflusst ist das mythologische Bild, das wir davon empfangen haben, sei es in der Schule, sei es im Gymnasium, durch die Eltern, durch die Verwandtschaften und so weiter, das, was uns als Bild dieser Zeit übertragen wurde. Manchmal durchaus unterschiedlich ist von den wahren Vorgängen, die damals passiert ist. Und ich glaube, auch bevor wir diese Stereotypen entfernt haben, wird es einige Zeit dauern. Denn in Wirklichkeit ist es wie die Wohnungen, die ich noch in meiner Jugend oft gekannt habe. Heute findet man auch in einer gängigen Wohnung in der Vorstadt bereits Farbdrucke moderner Bilder. Aber ich kann mich erinnern, wie ich noch jung war, kam man in eine Wohnung, eine Schulfreunde, Schulkameraden war dort eingeladen und saß also diverse schönen, teilweise noch alte Öldrucke oder spätere Darstellungen der historischen Momente der Nation. Sie ähnelten sich überaus, um welche Nation es auch handelte. Und das waren die Bilder, die eigentlich erzogen haben. Nicht der dicke Geschichtswälzer, der versucht hat, ein objektives Bild zu bringen, obwohl wir wissen, dass wir auch große Historiker in unseren Völkern haben, die in Wirklichkeit hier nicht die Geschichte, die historischen Werke geschrieben haben, um ein Bild der Vergangenheit, ein wahres zu geben, sondern um ihre Völker zu erziehen, um sie in einer ideologischen Richtung richtig zu erziehen. Das war nicht erst eine Erfindung des Marxismus, das war bereits im 19. Jahrhundert durchaus üblich. Und diese Stereotypen wirken ja heute noch immer in uns drinnen. Das sind die Bilder, von denen das unser Geschichtsbild bestimmt ist. Wie gesagt, ich glaube, die Auseinandersetzung der Vergangenheit ist notwendig, denn es ist richtig, wenn wir uns nicht wenigstens versuchen, mit der Geschichte zu beschäftigen, wenn wir nicht wissen, aus was unser Bild hervorgegangen ist, aus welchen Wurzeln das Bild der Politik unseres eigenen Volkes, der eigenen Nation, Europas, aus welchen Wurzeln das hervorgewachsen ist, wenn wir nicht verstehen, wenn auch nie richtig damit umgehen können. Aber bevor wir in Europa ein halbwegs, sagen wir, zumindest nach demselben Raster ein vergleichbare Geschichtsbilder haben, ich fürchte, das ist noch eine lange Zeit. Meine Damen und Herren, ich fürchte, ich habe Sie enttäuscht, Ihnen kein sehr optimistisches und zukunftsgewandtes Bild der europäischen Geschichtsbetrachtung, wo wir ein strahlendes, geschlossenes Bild der europäischen Geschichte haben werden. Dies ist vergönnt den Völkern, die heute noch nicht die großen Niederlagen
hinter sich gebracht haben. Die können auch mit Stolz auf ihre Geschichte, mit dem fröhlichen Selbstbewusstsein eines viktorianischen Engländers in seiner Betrachtung der englischen Geschichte betrachten. Dies wird uns nie mehr wieder gelungen. Wir in Europa werden für wohl lange Generationen nur mehr ein gebrochenes Geschichtsverhältnis haben, das Bewusstsein, wie sehr wir uns gegenseitig darin belogen haben, wie sehr uns wir weiterhin belügen werden. Und auch das, und das wird das Prägende sein, was die künftigen Generationen von unserer Geschichtsbetrachtung empfangen werden. Ich danke Ihnen.